Und damit herzlich willkommen zurück zu Crysis 2. Suddenly Mucke-Umbruch. Was ist denn da los? Gucken wir mal kurz um, hier ist nichts. Komisch. Egal. Let's go, ne? Wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Tiefschichtenprotokolle zugeschaltet. Leite Systeme um. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Legen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Da hat uns der miese Bastard also hinters Licht geführt und mit der Stricklands zusammengearbeitet. Okay. Interessant. Ich verstehe es nicht. Bin doch auch so gekommen. Hättest du einfach sagen können, Bruder, wir müssen jetzt ein bisschen was basteln. Nur ein weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt, das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ah, mein junger Freund, ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen, aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Dann fangen wir mal an. Diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben es belogen. Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Chef kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Zellulare Überladung. Schluss mit der Scheiße. Der Anzug verweigert die Trennung. Schluss. Er überlebt. Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht.
Terra, nein! Terra, hören Sie mich an! Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group, vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Profit und Gold rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Bitte was? Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Nee, Mädchen. Was wollen wir von Hargreave? Ihr habt mich gerade fast umgebracht, ihr Fotzen. Der Mann ist völlig verrückt. Ach, wirklich? Er ist für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Bist du von selber drauf gekommen? Er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dann und ich, schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Aha. Okay. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Ich halte Sie über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Bisschen foltern, sagst du? Ich würde sehr bevorzugen, wenn man von Anfang an alle Gegner sehen könnte. Dann würde man nämlich einfach einmal alle markieren und fertig. Gib mir die mal bitte. Wo kommst du denn her? Wie gesagt, ich mag das gar nicht, wenn plötzlich irgendwo Leute auftauchen, wo vorher keine waren. Was bist du denn? Das ist auch eine Scar, okay. Darf ich jetzt bitte wieder das haben? So. Ich glaube, du brauchst keine mehr. Boah, hier ist nix. Servus. Schlitz. Na, mein Freund? Apropos, ich hätte wirklich gerne diese Nova. Charlie drauf, Laservisier drauf. Nein, kein Laservisier. Laservisier einfach kompletter Schmutz. Was ich mich ja wirklich frage, ist, ob der Opa mich sehen kann. Er wollte ja scheinbar unseren Anzug haben. Guten Tag. Nur mal kurz am Äuglein jucken. So, 1, 2, 3, 4. Das sind ja nicht so viele. Kannst du aufhören, mich die ganze Zeit abzuämen? Eins, zwei, drei, vier. Ah, ich habe wieder Lust, die alle fertig zu machen. Aber ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht. Ich hab mich gar nicht gesehen, Freunde. Maschinen,
Brudi, hier meldet sich keiner mehr. Das kannst du mir glauben. Aber weißt du, wer sich jetzt melden wird? Der lustige Mann mit dem kleinen Maschinengewehr. Geht eigentlich. Achso, ne, ich wollte schon nicht hier noch die wegmachen, ne? Gut. Wie kriege ich euch möglichst dazu, in einer Reihe zu stehen? So ungefähr. Okay. Nicht so wie geplant, aber war in Ordnung. So. Mein Freund. Ich reagiere leicht allergisch darauf, wenn du mich versuchst umzubohren. So, da sind sie. Theseus, endlich. Willkommen. Karge Belohnung für so viel Aufwand, was? Wer das Labyrinth knackt, will doch wenigstens den Minotaurus sehen, bevor er getötet wird. Nun, das wäre nur fair. Also gut, Masken runter. Ich bin hier. Ja, du bist tot. Damit habe ich gerechnet. Schockiert? Ich wäre es. Ich würde darin schwelgen. Das plötzlich auftretende Pulsrasen, das Fliegen, diese Chemikalien im Bauch. Wunderbar, solange es anhält. Aber es ist lange her, seit ich das alles gefühlt habe. Ein Jahrhundert oder mehr, seit meine Freuden nur geistiger Natur waren. Ich ging den Weg, den Karl Resch verweigerte, die kalte Straße zur Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, Prophets Anzug selbst zu tragen, seine Waffen zu führen, seine Rüstung anzulegen, das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Aber jetzt... Sie müssen beenden, was Prophet begonnen hat. Raus da, Alcatraz! Nein. Moment. Sie brauchen noch ein letztes Stück des Puzzles. Da auf dem Tisch. Nehmen Sie die Spritze. Nehmen Sie sie. Bruder, ich vertraue dir keinen Meter. Kann ich das noch nicht machen? Kann ich einfach abwarten? Scheinbar nicht. Ja, da. Die Tunguska-Iteration. Der Schlüssel zu allen Toren. Ist... Bis? Bin ich der Einzige, der kein Wort versteht? Also das war jetzt sehr weird, finde ich. Also dass der Typ im Kryo-Ding liegt, konnte man sich vorstellen. Ich meine, sie sagte selber, der ist schon über 100 Jahre her, dass er den Scheiß gefunden hat. So alt wirst du halt nicht. Punkt. Ja, glauben
Sie denn, ich bin in dieser grässlichen Stadt, weil sie mir gefällt? Haben Sie auf sie gewartet? Warum haben Sie niemanden gewarnt? Wen denn? Die ganze Menschheit? Was haben Sie angerichtet, alter Mann? Sie sind hier und Sie... Richtig, Nathan. Die Eigentümer sind zurück. Aktivieren die Systeme, heizen die Kessel. Frühjahrsputz in der alten Familienresidenz. Und es gefällt ihnen ganz und gar nicht, was sie hinter dem Kühlschrank gefunden haben. Kann man bisschen bekloppt? Ihnen denn verdenken? Ah, die Engel des Todes. Endlich. Eine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies, für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Los da, Alcatraz! Ja, das war's! Los! Los! Okay, ich bin komplett überfordert. Also ich mach die auf jeden Fall platt, ist ja klar, ne? Wie ich... zur menschlichen Schwäche. Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies, für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Los da, Alcatraz! Ja, das war's! Los! Los! Retten Sie uns alle! Schnauze. So. Ich lass hier noch nicht leben, die Fotzen, ey. So weit kommt das noch. Ich hätte gerne Shotgun. Kosmeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Gib mal das her. Okay, auch. Warum auch immer Gefahr? Hui! So. Finde ich hier noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Okay, wir haben keine Munition mehr. Also nicht viel zumindest. Ich hätte Shotgun mitnehmen sollen, ne? Da hinten liegen Munition, nice. Und Waffen auch, oh, Ehre. Ja, komm, ein Gauss-Gewehr kann ich schaden. Ich hätte echt gerne einen Shotgun gehabt, aber gut. Vier Schuss! Das ist ja überhaupt nichts, Bruder. Wie komme ich denn hier raus? Achso, jetzt auf einmal steht hier... Ja, okay. Machen wir so. Shotgun? Keine Shotgun.
Fotze. So, gehen wir das mal her. Und dann hätte ich jetzt einmal gerne geguckt, ob hier irgendwas Vernünftiges an Waffe ist. So, erstmal ist da ein Gegner. Nö, aber das ist doch der einzige Gegner, der hier noch rumläuft, ne? Woher wusstest du, wo ich bin, du Fotze? Okay, ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!